Und ihr sagt, dass Heliodane als Tempelmeisterin dieses Ordens eine solche Paktiererin war? Ja. Nicht nur sie. Sie wurde Wir vermuten offensichtlich auch in jeder Versuchung einzelne geführt. Priesterkaiser. Jeder einzelne. Wir fanden ihr Tagebuch. Tagebuch. Es ist höchst ketzerisch. Und die Gebäude, die sie errichtet hat unter ihrem Namen, die Statuen, sie sind mehr als ketzerisch. Die Noralexakrale wurde 404 bis 408 erbaut. Das heißt, sie wurde fertig, noch vor ihrem Tod, wenn sie denn gestorben ist. Wie gesagt, Das ist der Ort, wo wir ein Jahr unsere später Reise nach gefunden dem haben. Abschluss, verschwand sie. Was wisst ihr über das Loch in diesem Tempel neben dem Altar? Ein Loch? Ich war selbstverständlich schon in Noralexakrale, aber ein Loch habe ich dort nicht gesehen. Wir schon, und es führt zu einem unterirdischen Tempel, der nicht preiotisch ist. Unterirdischer Tempel. Das allein klingt gar ketzerisch, ohne dass ich eine Beschreibung von diesem Raum gehört habe. Der Raum hat 13 Ecken. Zahl des tatsächlichen Erzdämons, ja. Dort ist eine Tafel angebracht mit Namen. Teilweise sehr bekannte Namen, zum Beispiel die der sogenannten Märtyrer. Ja, den Verdacht hatte Answin schon geäußert, nachdem er die erste Statue fand. Er berichtete mir natürlich davon, dass eine Steinstatue keinen Schatten hatte und daraufhin die Ermittlungen lostrat. Aber dass dies sogar 350 Jahre später noch Einfluss hat, das wäre mir neu. Was In wisst ihr dem über... Raum haben wir auch 8 goldene Statuen gefunden. Eine hat keinen Schatten, andere fehlen an auch andere Gliedmaßen. Sie stellen die Märtyrer dar. Diese Märtyrer wurden angeblich in Bosporan verbrannt. Das ist Wer richtig. brachte die Nachricht, dass sie verbrannt wurden? Die Nachricht. Nun, die Nachricht stammte wohl selbst von Raoul. Raoul al-Ajan oder Raoul der Große, Raoul von Gareth. Er war zu der Zeit selbst in Bosbaran und er schaut so ein bisschen verträumt nach oben. Es gibt ein Märchen von Tausend und einer Nacht, dass er dort seine Verlobte, seine spätere Gemahlin, Kaiserin Valusa, aus den Fängen von Hela Horas riss. Sie hatte sie entführt und er hatte sie befreit. Obwohl sie die Tochter von Hela Horas war. Oder Adoptivtochter. Und so sicher kann man sich bei den Geschichten da nicht sein. Also, die Nachricht selbst stammt von Raoul. Er war dabei, als die 8 starben. Werf mein Wissen Meine im Blick. sogar, dass eine von ihnen ein Verwandter von ihm war. Ich glaube, Emmeran. Ich meine, Emmeran selbst war eigentlich auch Thulamide, ähnlich wie Raoul oder Raoul. Was? Wusstet ihr das nicht? Nein, also ich hatte früher so als Kind ein Geschichtsbuch von der Reichsgründung und so. Da war Raoul immer blond und blauäugig und so. Raoul entstammt einer mächtigen thulamidischen Familie. Er ist den Sagen nach, es sind weniger tatsächliche Geschichten, aber es gibt viele Spuren, die darauf hindeuten, dass er aus einer von Hela Horas gestürzten Familie aus dem Thulamidenreich kommt und dass Hela Horas wohl damals schon seine Familie umbrachte. Er floh dann von dort aus nach Gareth. Blieb dort einige Zeit als, ich glaube, er war Stadtwächter, hat dann die Orks besiegt und gewann so die Gunst von den anderen Bürgern. Gareth war damals eine mittlere Stadt, vielleicht etwas größer als eine
Es war eine aufstrebende, prosperierende Stadt. Der Mittelwald war damals schon sehr viel kleiner geworden. Nun, aber Orks gab es hier auch schon. Und als er die zurückschlug, kurze Zeit später kam es dann, wie gesagt, zu der Berufung von Hela Horas, die sich als Göttin ausrufen ließ. Zumindest steht es so in den Geschichten, die wir in unseren Archiven haben. Was tatsächlich damals in Bosperan andauerte, ist durch den Bibliothekenbrand nicht aufzuklären. Deswegen heißen die dunklen Zeiten auch dunkle Zeiten, müsst ihr wissen. Weil viel nachträglich wieder von den Siegern geschrieben wurde. Von Raoul. Genau. Richtung. Genau, die Schreiber von Raoul der Großen oder Raoul von Gareth, sie legten die Bücher wieder so fest, wie sie wohl waren. Das hoffen wir das. Er hat auch einige Hesindegeweihte in seinen Reihen und da gehe ich nicht davon aus, dass sie Unwahrheiten verbreiten würden. Ungefähr, ich glaube, ein oder zwei Jahre vor dem Fall der Tausendtürmigen ließ sich Hela Horas ausrufen zur Göttin, so steht das geschrieben, und daraufhin zogen die 8 Märtyrer aus, um sie zu sprechen. Sie wollten diese frevelerische und ketzerische Nachricht gerne aus der Welt haben und dass sie sich vor den Göttern verantwortet. Hela Horas hat sie wohl den Geschichten nach ausgelacht und sie am nächsten Tage verbrennen lassen. Ich wechsle meinen wissenden Blick zu Kiaras. Das, was wir in den letzten Tagen gefunden haben, schließt darauf, dass diese Geschichte nicht ganz wahr ist. Immer wieder kommt es vor, dass sich Kaiser zu einem Gott erklären lassen. Das letzte Mal aus der kaiserlichen Familie. Ihr müsst wissen, ich glaube, ihr Hal noch kennengelernt? Nein, ich habe zu dem Zeitpunkt noch ganz woanders gelebt. Schaut so ein bisschen zu Isaro und schüttelt dann mit dem Kopf. Nein, wie gesagt, Hal selber, Hal von Gareth aus der kaiserlichen Familie, ließ sich doch auch erst vor kurzem zu einem Gott ausrufen. Hat man ihn auch verbrannt? Nein. Es gab wohl ein großes Fest, mein Vater erzählte davon. Ja, ein großes Fest, genau. Und kurze Zeit später wurde dann ja der unsägliche Galotta in den Thronsaal gerufen und wie gesagt, ist der Rest ist Geschichte. Und jetzt schreiben wir wohl wieder Geschichte, nachdem wir seine Festung hier abstürzen ließen. Also die Zeiten wiederholen sich und immer wieder und immer wieder und hat wohl alles einen Einfluss. Alles ist miteinander verwoben im Strom der Zeit von Satinov. Das stimmt wohl. Euer Gnaden, es wäre uns eine Freude, wenn ihr uns begleiten würdet, euch mit eigenen Augen ansehen würdet, was wir gefunden haben, um euch ein Urteil darüber zu bilden und uns Rat zu schenken, wie wir damit verfahren sollen, ob dieses Wissen weggesperrt werden sollte, verboten werden sollte. Wir sind uns nicht einig darüber, deswegen sind wir zu euch gekommen. Begleite euch gerne, wenn ihr mir etwas helft. Der gute Ömer hat zwar hier viel aufgeräumt und ihr könnt es tatsächlich sehen, wie die Straßen wieder frei werden und jetzt nach und nach die ganzen Trümmer beiseite räumen. Es fehlt uns zwar noch immer an richtigem Material, an richtigen Steinen, mit denen man bauen kann, aber es sieht die Stadt wieder etwas besser aus. Dann, er reicht euch einmal links und rechts dann seinen Arm, damit ihr ihm dann aus dem Stuhl aufhält und dass ihr dann gemeinsam mit Valner Yitzchok in Richtung Norden geht. Ja, dann nehmen wir ihn doch mit zur Sakrale. Ja, ihr könnt ihm dann helfen, dass er sich da an den Balken entlang ducken kann. Und möchtet ihr als erstes nach unten?
Oder möchtet ihr als erstes ihm das Loch zeigen? Wenn wir nach oben sind, dann zeigen wir ihm als erstes das Loch, denke ich. Schaut dort. Dort ist der Altar und dieses Loch dort, kaum zu übersehen. Scheinbar stand die Statue hier drüber. Und wir haben herausgefunden, wenn man unten in dem Raum darunter spricht, kann man hier oben Stimmen hören, als würden sie von überall kommen, als würden sie einem zuflüstern. Ja, Abelmir und Rafim, erzählt doch mal, wie sich die Stimme anhört. Also deutlich, hattet ihr gesagt? Seid ihr euch sicher, dass diese Statue hier auf diesem Loch stand? Nein, das Loch war frei, sonst würde man doch Spuren davon sehen. Ich würde sagen, also ich bin nun kein Baumeister, aber dass man so eine massive Statue bewegen könnte, ist abgebrochen, aber... Ich verstehe jedes Wort unten, was in diesem Raum gesprochen wird, wie ein sphärisches Flüstern. Ist mehr so eine Art... Ja, also es kommt nicht aus dem Loch, es ist mir wie eine Aura, die um dich herum spricht. Trichter. Ja, wie so ein Hörrohr, was die alten Menschen benutzen. Vielleicht sollten wir es demonstrieren. Isarun, wollen wir einmal nach unten gehen? Sicher. Wartet kurz. Ich komme gleich nach, oder? Wir holen euch dann gleich. Wir wollen euch nur demonstrieren, wie es sich anhört, wenn wir da unten sprechen. Wir bringen ihn euch dann gleich hinterher. Ihr könnt dann einfach gleich von unten bleiben. Oder noch besser, genau. Ja, Walner Itzkock stellt sich dann gerade mal an die Stelle, wo es so einen kleinen Podest gibt, damit man dann ideal an dem Altar steht und wartet. Ja, wenn wir dann wieder unten sind. Ja, ich stelle mich dann in die Mitte des Raumes, so direkt vor diesen Altar. Und beginne mit... Oraya, wunderschöne, höre mich. Und sehe mich, leite mich, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe. Und dann warte ich. Ja, Abelmir, Rafim, ihr könnt ihn hören. Seid ihr nicht ganz sicher? Hat er Rohaya gesagt oder Raya? Das habt ihr nicht ganz so genau verstanden, aber ihr hört ihn auf alle Fälle. Auch wenn ihr nicht direkt neben dem Altar steht. Aber ihr seht auch nur, wie Walner Hützkock nickt. Was ist das für ein Effekt? Ein magischer? Wie gesagt, ich bin kein Baumeister, aber das ist Akustik. Das hat nichts mit Magie zu tun oder auch nichts mit Kamalem Wirken. Muss tatsächlich ein kluger Mann am Werk gewesen sein, dass er diesen Trichter so... Ein kluger Mann. Aber lasst uns euch nach unten begleiten. Oder eine kluge Frau. Eben diese. Beides möglich. Lasst mich euch nach unten begleiten. Ja, ich nehme mal den alten Mann. Ich weiß nicht, wie gut ihr da noch die Treppen steigen kann, aber wir haben ja Zeit. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, mit deiner Präsenz werdet ihr es auf alle Fälle schaffen und dann wird er noch ein bisschen länger brauchen an dem Spalt, den ihr da freigegeben habt, durch den Durchbruch. Schüttelt dann nochmal so ein bisschen den Kopf, als er dann diesen Tonziegel sieht. Gut, das die goldene Sonnenrad kann man darauf nicht mehr erkennen, aber er schüttelt trotzdem das. Ich flüster Isarun in dem Moment, wo er den Kopf schüttelt. Aber so, dass er es hört. Okay. So, dass ich das auch höre. Ja, wie kommt auf dein Gehör an? Du hörst ihn brummeln, irgendwas mit deinem Namen. Wir haben einen giftigen Blick. Den Zusammenhang verstehst du nicht ganz, aber... Ja. Doch, das kann ich mir zusammen. Alles klar. Gut. Ja, er schaut sich das an, streicht so ein bisschen über die Wände, guckt sich die beiden Sarkophage an, die Statuen, den Altar und schweigt. Ich mache ihn nur noch aufmerksam, dass die Mumie genauso aussieht wie eine der Statuen. Ich zeige ihm das Buch. Ich zeig ihm die Namenstafel. Das sieht tatsächlich nach chronologischen Namen aus. Na, ich... Diesen Namen hat auch der eine Priot getragen, der in der Stadt des Lichts gefallen ist und den wir öfter gehört haben, dass er diese ketzerischen Botschaften verbreitet hat. Das Herr, was der Henker? Ich glaube, der lebt in Greifenfurt.
Ayoslob, Elmir von Riebeshoff. Man sagt wohl, er war ein Erzvampir, aber ich glaube, wir alle wissen, dass es keine Vampire gibt. Auch wenn er ein großes Grafenschloss hatte. Aber Prajo Wein von Griffenheim, Aurelian Feynord, Ablas Ronjan von Berglund, Gambert. Das ist doch ein Inquisitionsrat. Exakt dieser. Der vor einigen Tagen gefallen ist. Das Ganze läuft kein schmeichelhaftes Bild. Gar nicht. Bei Prajos, das tut das nicht. Seht ihr diesen Namen? Er hat wohl keinen Namen besessen, also Raul. Gleich unter Emmeran. Also dies hier sind zweifelsohne die 8 Märtyrer und dieses hier sind zweifelsohne die 8 Namen der Priesterkaiser. Wir wissen nicht genau, wofür diese Tafel steht, ob es nun hohe Priester waren oder einfach nur Leute, die beherrscht wurden, oder wir wissen es nicht, vielleicht auch nur eine Ablenkung für irgendwas anderes. Oder einfach Idole dieses Kultes, die sich über Jahrhunderte immer wieder die gleichen Namen gegeben haben. Er holt gerade mal ein Stück Kreide aus seiner tintenbekleckten Robe heraus und schmiert ein paar Zeichen an die einzelnen Namen, überlegt ein bisschen, grübelt, runzelt die Stirn, schreibt weitere Zeichen daran und dann, wenn ihr mal herantretet, könnt ihr sehen, dass er wohl fein säuberlich eine Jahreszahl neben den Namen gemalt hat, mal mit einer Tilde versehen für eine ungefähre Jahreszahl. Ihr könnt erkennen, dass die ganzen Sachen 750 vor Bosbarans Fall beginnen und tatsächlich in einem Abstand von ja mal mehr, mal weniger Namen, beziehungsweise mal mehr, mal weniger Jahren, nicht Namen, bis heute überdauert haben. Gerade um die dunklen Zeiten herum gibt es große Lücken. Isaruns Gedächtnis. Gareth war ja auch lange Zeit unter Belagerung der Orks. Wurde dann wieder aufgebaut, wieder eingerissen, wieder aufgebaut. Hat der schwarze Paladin dazu nicht was gesagt? Gareth wird ständig abgerissen und ständig ersteht das neu auf. Größer und schöner als je zuvor. Warum? Was sagtet ihr? Warum? Warum wird Gareth immer wieder aufgebaut? An dieser Stelle. Nun, der Name der Stadt selbst, Gareth, leitet sich von Argareth her. Das ist eine Blutulme, die bis vor, laut den Gerüchten, einigen Tagen hier an der neuen Residenz stand. Ach, wir das haben war sie der verfolgt. Weggelaufene Baum. Genau, so sagen zumindest die Gerüchte. Dem Baum geht's gut. Scheinbar. Vor Äonen stand hier ein gigantischer, schwarzer Wald mit vielen Monstern und vielen Tieren. Die Troller sollen wohl hier gehaust haben. Es gab Trollkriege, die dann von den Bosbaranern geführt wurde und nach konnte man dem Wald immer etwas mehr Land abtrotzen. Dann wurde aus einem gewissen Grund an dieser Stelle direkt in der Mitte von Aventurien, im Herzen von Aventurien, der erste Tempel errichtet. Es fing alles an mit einem Prajos-Tempel, der genau an der Stelle stand, wo jetzt die Stadt des Lichts steht. Das ist ziemlich erstaunlich. Denn damals wusste man nicht, wo Aventurien aufhört, wo es endet. Und doch ist dies exakt, und das haben viele Avis-Geweihte mittlerweile hinlänglich bewiesen, die Mitte von Aventurien. An dieser Stelle wurde der erste Prajos-Tempel aufgebaut und dann
nicht drumherum, wie man vermuten möchte, sondern daneben der restliche Stadtkern. Eine Stadtmauer, die größer und größer wurde und dann, wie gesagt, bis Enarch das Gold entdeckte, ja, der Rest hinzugefügt. Das macht Sinn. Doch, wie passen die Märtyrer mit hinein? Wie passt der Konflikt mit Bospara da hinein? Es gab keinen Konflikt. Wie gesagt, warum wurde es immer wieder, das war die Frage von Abel mir, warum wurde es immer und wieder abgerissen? Eifersucht der Bosparaner, möchte man meinen, zumindest steht es so niedergeschrieben. Von den Siegern, richtig. Wir müssten die Quellen etwas anzweifeln. Da gibt es natürlich eine Unschärfe, aber die Bosparaner waren eifersüchtig und neidisch und neideten ihnen das Gold. Sie wussten nicht genau, wo sie solch große Mengen her hatten, mitten hier in einem Wald sitzend. Und daraufhin rissen sie die Stadt nieder. Fran Horas tat dies nicht zum ersten Mal, aber zum wiederholten Male und mit einiger Immens. Ihr müsst wissen, dass sein Vater die Stadt besuchte, die Steuern erhöhte und daraufhin getötet wurde. Man meint, dass dies wohl ein Dolch aus Garad war. Das ist natürlich nie bewiesen worden, aber daraufhin ist Fran Horas Invictus ungefähr 550 vor Bosparans Fall er rief eben zu einer Dämonenschlacht auf und so entstand die Brache. Und dann herrschen lange Jahre die Orks hier, ein ewiges Aufbauen, ein ewiger Abriss, andere Monster, andere Drachen, die hier im Herzen von Aventurien ihre Horte hatten und irgendetwas bewachten, dann wieder besiegt worden sind oder verschwanden und dann kamen wieder die Orks und die Tulamiden. Und dann ungefähr wenige Jahre vor dem Bosparans Fall, dann kam Hela Horas. Allerdings konnte sie mit ihren Heeren nur bis Briglo vordringen. Ein Entsatzheer. Eigentlich muss man sagen, dass die Garreter diesen Angriff führten. Ein Angriff, der dann bei Briglo aufgehalten wurde. Aber Hela Horas hätte ansonsten ebenso Stadt Garad vernichtet. Warum gibt es diese Stadt genau hier? Weil das der Mittelpunkt ist. Das vielleicht wusste niemand. Ja, aber ich nehme mal an, es gab dann eine göttliche Vision, die jemanden ereilt hatte, dass genau hier ein Tempel zu erbauen sei. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass man das auf den Fingerzeig der Götter macht, oder? Ich glaube, dass die... Wie gesagt, diese Gespräche bleiben unter uns, oder? Und da Jalan als Bannstrahle nicht hier ist, es gibt wohl Gerüchte, dass es an der Stelle, wo heutzutage der Sonnentempel steht. Er wurde wohl dort errichtet, wo sie andere Ruinen fanden. Und zwar Ruinen von... Da sind sich die Geweihten nicht ganz sicher. Einige sagen, es waren zwergische Ursprünge. Andere sagen, es waren Elfen und wieder andere sagen, es waren Trolle. Vielleicht waren es auch alle drei Kulturen und wir als Menschen die vierte Kultur, die an dieser Stelle ihre Tempel errichteten. Irgendeinem Grund. Oh, die Zwerge sind nicht gerade für ihren Preisglauben bekannt. Und dennoch aber bauten sie einen Tempel an dieser Stelle. Nicht für Prios, aber für irgendjemanden. Und ebenso wenig die Elfen. Ebenso wenig die Elfen, die keine Götter haben. Ich kenne mich mit trollischen Kulturen nicht aus, aber ich glaube auch, sie haben keine Götter in diesem Sinne. Ich habe mich mal mit einem Trollzacker unterhalten. Das ist zwar kein richtiger Troll. Müsste ich mal Jalan fragen. Jalan hatte mir mal erzählt, dass er einige Trolle kennengelernt hat. Irgendwas von Honigbonbons, sagte er damals, und einem Drachen. Der Trollzacker zumindest berichtete mir, dass die Trolle, er hatte selber noch keinen getroffen, aber in den Sagen und Legenden seiner Kultur hieß es, dass die Trolle zu einem Gott gebetet haben.
Den kennen wir als Rashtul. Zumindest haben sie wohl einen Gott. Ja, aber das war ja nur so ein Gigant, also der Sage nach, genauso wie die Sichelgebirge. Ja, richtig, richtig. Ich will auch nicht sagen, dass Rashtul ein Gott ist, denn das wird ihm wohl aberkannt. Aber die Trolle glauben an jemanden, der ähnliche Aspekte vertritt wie denjenigen, den wir als Rashtul kennen. Die Ferkiner glauben an ihn, die Trollzacker, die Novadis. Und auch viele Tulamiden. Boah, eher die Novadis, aber ich war, wie gesagt, auch noch nicht in Fasar. Lasse ich mich auch gerne von euch belehren. Irgendetwas ist hier. Irgendwas lässt diese Stadt immer wieder aufgehen. Naja, sie ist riesig. Es ist einfach, auf Ruinen neu zu bauen, anstatt irgendwo anders ein neues Leben zu gründen. Solange ein Teil der Stadt überlebt, wird einfach neu errichtet. Warum gerade hier? Es gibt hier keine Berge. Es gab hier früher riesige Wälder. Warum genau hier? Wüsste auch nicht, dass Elfen... Nun ja, sie leben auf Bäumen, aber dass sie feste Fundamente aus Stein schaffen und irgendetwas einsperren. So würde ich es fast klassifizieren, denn ein Tempel ist doch etwas, ein massives Gebäude. Damit würden sie sich ja selbst die Freiheit nehmen. Dann würden sie, glaube ich, nicht leben. In der Heimat gibt es viele alte Ruinen, doch sie sind exischer Natur. Auch Zwerge würden, glaube ich, niemals auf den Ruinen von Elfen etwas bauen. Dazu wären sie viel zu arrogant und eingebildet, zu eitel. Ich war mal in Romilis an der Akademie und habe dort einem Vortrag gelauscht. Dort hieß es irgendetwas mit astralen Kraftströmungen. Und wenn sich so welche treffen, dann gibt es einen Ort, zu dem sich zumindest Zauberkundige hingezogen fühlen. Auf die Elfen würde das ja zutreffen, die sind ja allesamt zauberkundig. Ah, die Sphärenkunde. Ganz neu angestoßen vor 7, 8, 9 Jahren. Als ich damals mit dem Rubinauge gesprochen habe, einer der Gezeichneten, er besuchte mich in meinem Tempel, hatten wir darüber etwas philosophiert und ich konnte seinen Tagebüchern etwas entnehmen. Es ist richtig, dass hier wohl nicht direkt über dem Tempel selbst, aber an diesem Nodix läuft wohl ein großer Knoten. Was ich mich immer frage, was war zuerst da? Oder warum läuft dieser Nodix hier? Das ist vielleicht die Frage, die wir uns stellen müssen. Wir haben eine Frage beantwortet und zwei neue, die entstehen. Ja, aber das sind doch jetzt sehr theoretische Fragen. Könnt ihr uns eure Einschätzung zu dem Wissen hier geben? Was denkt ihr, wie sollten wir damit verfahren? Ich würde... Dies ist ein Tempel, ein Insanktum, ein unheiliges Bauwerk des Erzdämonen. Direkt unter einem Paios-Tempel, mit einem Loch, was nach oben führt. Bereitet mir Bauchschmerzen. Ja, gebaut in der Priesterkaiserzeit. Das Problem ist, dass ich sehe, dass dieses Loch offensichtlich ist. Also es ist nichts Geheimes. Also müssten zumindest einige, die da oben gestanden haben, eigentlich alle, die da oben gestanden haben, davon wissen. Exakt. Das ist nicht zu leugnen. Und wenn wir davon ausgehen, dass in dieser Sakrale hier, da sprachen ja mehr als ein Mann. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Mann hier sämtliche Dienste hält. Und es bewachen ja auch einige Leute, einige Sonnenlegionäre diese Räume, diesen Altar. Auch sie werden das sehen.
Und wenn nicht einmal ihr davon wisst, muss man es ja aktiv geheim gehalten haben, dass dieses Loch existiert. Sonst wäre das ja auch mal irgendwann zu euch gelangt. Das heißt, irgendjemand hat so viel Einfluss, dass es ihm gelingt, das geheim zu halten und nicht nur vor ein oder zwei oder drei Personen, sondern vermutlich eher vor Dutzenden. Über 600 Jahre. Richtig. Und jetzt frage ich euch, was tun wir damit? Was tun wir mit diesem Wissen? Tragen wir dies in die Welt? Schweigen wir dies?